Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im Mining-Projekt mit Freezy und Tiger. Servus. Hallo. So, es geht weiter. 50.000 Liter Zer sind unterwegs. Yeah. Halt, Bude. Und bau da mal bloß kein Bums mit, das gibt eine Sauerei, sag ich dir. Ja. Freezy, da waren drei Leute, drei aus der Community, ne? Ja. Da war einer dabei, der habe ich erst gedacht, du stehst vor mir, Alter. Ey, ist kein Scheiß. Ist kein Scheiß, ne? Vom Gesicht her, so ein Stoppelbart in der Fresse, weißt du? Da habe ich echt gedacht, du bist. Also super, die drei waren super nett und alles und wir haben uns da zweimal getroffen. Hatten dann auch nochmal angestoßen und ein bisschen gelabert, total korrekt, auch schon ein bisschen älter. Und der eine sah aus wie du, das war. Ah, die haben ja sogar, die haben sogar so ein Schild gestanden, also bei uns vom Bier war gestanden, ne? Ja, die drei Mann waren das. Also, ja, genau. Da war so einer dabei, der war auch, der war ein bisschen kräftiger. Also, er war kräftiger wie Freezy, ne? Aber er sah vom Gesicht her aus wie Freezy. Ja, das war echt voll lustig, ja. Das habe ich dir noch zweimal gesagt, ey. Ohne Mist, ey. Aber stimmt, wo du sagst, deine Ähnlichkeit war da. Ja. Aber die waren auch nett. Wo mich bei dem einen die Frage, ob er mich dann auch mal zu Hause besuchen kann, etwas verwirrt hat. Oh. Okay. Richtig, vielleicht zu Hause mal besuchen. Kann man dich eigentlich auch mal zu Hause besuchen? Da hatte ich so, ich habe das gar nicht so richtig verstanden. Ja, wie wo zu Hause? Ja, bei dir zu Hause im Haus. naja, da habe ich ihm dann mal gesagt, ja, es gibt halt dann doch eine gewisse Privatsphäre, die man doch schon gern wahren möchte, ne? Möchte. Da, wo ich kacke und das andere Wort sage ich jetzt nicht, da würde ich schon gern privat bleiben, wenn es möglich wäre. Ja. Ah ja. Okay, das hatte ich jetzt nicht so mitbekommen. Aber ich glaube nicht, dass er irgendwie so darüber nachgedacht hat, so groß jetzt auf das halt, ne? So, nee, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich sagen soll. So, warte mal, was brauchen wir? Oh, hier brauchen wir doch Fuel, Mann. Warum habe ich denn das hier nicht reingeschüttet? Da kann ich hier gleich nochmal umparken. 30.000 Liter Fuel brauchen wir da noch, ey. Also, ich muss sagen, der LKW-Füße hier, der ist ein bisschen eine Messe, ne? Der ist wirklich geil. Ja. Der ist richtig gut. Dann gib mal her. Ich brauche nämlich Wasser. Echt? Jo. Kann ich hier holen. Ich bin nämlich jetzt der Mr. Flüssigkeit. Dann holen wir Wasser. Ich sag mal, wie sie den LKW, die werden wir in den nächsten 5 bis 10 Folgen nicht in Hand kriegen. Heilig. Nur was sagen. Anmeldezeit 5 bis 10 Folgen. Ey, warte mal, wir können doch hier gar nicht entnehmen, oder? Hey, warte mal, wie war denn das hier? Du kannst hier gar kein Dings entnehmen, oder? Den Tank befüllen. Wo denn? Tankstelle, hier oben am Hof. Ja, nochmal schon, muss bloß die Träne, wo ich dran war eigentlich. Nee, kann ich nicht. Kann okay, hier... dann geht das wahrscheinlich nur mit dem Witzchenkanister. Ging da rein jetzt, weißt du? Ich glaube 15.000 oder so. So, na gut, okay, ja. Oh, kannst du da wahrscheinlich noch ein bisschen pimpen oder so? So, ich verlasse jetzt den LKW. Nee, mach ich nicht. Nee, doch, komm ich wieder. So. Und da war einer, ne, das war auch ganz lustig auf den Russentreffen. Der war so klein noch, also so richtig klein. Und der Papa, der schaut die Videos und der Kleine halt auch so, schon ein bisschen mit und alles. Und dann kommt der so, der Papa so auf mich zugelaufen, da wusste ich schon, ah, ist gleich, die wollen zu dir. Und der Kleine so mich gesehen, da stand der so richtig stramm, weißt du. Hat so einen übelsten Spitzmund gemacht und ich stand so richtig stramm und hat
Ja, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Alter, ich kann aber jetzt den auch nicht befüllen. Bin ich zu blöd oder wie ist denn das jetzt? Warte, ich komme auch. Damit er, nee, nicht. Ja. Hast du auch den Tank ausgewählt? Wenn er schon nichts sagt, dann hat er es nicht. Doch, nee, doch. Aber kann das sein, dass das Ding schon wieder leer ist? Nee, oder? Nee, ich habe ja noch was reingekippt. Zeigt hier auch keine Fischesanzeige an. Das ist halt echt mega blöd, dass ich keine Fischesanzeige habe. Der MB3 sauber. Aber du hast ihn doch befüllen können. Ja. Das ist bei mir nicht. Oh, da scheint auch ein. Da scheint auch ein MB3, Alter. Das war der Hammer, ey. Der sah so geil aus. Also, der, so ein MB3 ist echt das Shit. Ja, der sah ziemlich aus wie der hier, so ähnlich, ne? Ja, ja. Und, von der Farbe her. Von der Größe her auch kam man. Ja, Silberdistel Design hatte der. Ah ja. Ja, aber es waren 1500er. In der Kuhle aber auch. Oh, meine. Also, wie kriege ich jetzt hier gerade keinen? Die Bürgerin hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Ey, ne, hier, pass auf, meine Schwägerin. Ey, Tino, wollen wir heute Abend orientalisches Brot oder Pizza essen? Oder McDonald's? Okay, wie kommt sie jetzt von orientalisches Brot auf McDonald's? Weißt du, was ein orientalisches Brot ist? Nee. Bei ihren Döner. Ja, okay. Echt jetzt? Ja. Pass auf, das Krasse ist, es ist ja auch, es ist wirklich eine hübsche, ne? Die ist wirklich hübsch. Warte mal, ich schicke Sprachnachricht zurück. Saskia, eigentlich eher bevorzugen, wenn du einen kleinen orientalischen Tanz für mich aufführen würdest. Du ein Schlingel. Geht nicht, oder was? Also entweder ist die Kiste echt leer oder keine Ahnung. Ja, warte mal, fahr mal den MB-Trag mal ran und guck doch mal, ob du tanken kannst. Warte. Nee, geht auch nicht. Hä? Kann er nicht leer sein, Alter? Wie oft hast du rausgeholt, Tiger? Einmal. Oder muss er das einfach durchpumpen, was du reingefüllt hast? Warte mal, der steht. Warte mal, der steht auf automatisch füllen. Ich stell den mal auf manuell. Geh mal jetzt, versuch jetzt mal. Heißt denn Universal Shuttle Fuel anschalten? Was kannst du mit dem Ding machen? Ja, ich denke mal, wenn du den einschaltest, denke ich mal, dann wird er wahrscheinlich befüllen, denke ich mal, aber. Es müsste jetzt theoretisch müsste jetzt automatisch befüllen. Oh, warte mal, jetzt kam was. Oh. Jetzt kommt was, ja. LOL. Ah, da musst du ja. Richtig genau stehen, ne? Alter, das ist, was hat der gesetzt? Ein Pixel als Trigger? Ach na, das kannst du knicken, Alter. Ja, da gucke ich mal, ob ich das größer machen kann. Ja. Bei den, das Auto hier wegfahren, bitte? Ja, warte. Mach die scheiß Tür hier auf. Aber
Aber ich habe irgendwie meine Frau im Hintergrund gehört bei der Sprachnachricht. Jetzt kann ich das Ärger. Neue Sprachnachricht. Moment. Ah, da kommt deine Frau und gesagt, sie reicht jetzt die Scheidung ein. Ja, guck dir mal, die ist so herrlich, ne? Aber so, warte. Wir wollen was essen. Nee, warte. Nee. Ja, wir wollen was essen. Wenn ich gegessen habe, gibt es definitiv keinen orientalischen Tanz mehr. Die spricht da so richtig krass aus, sie, ne? Ohne Scheiße. Ja. Ja, dann mir ist egal, denn McDonald's nicht. Pizza hatte ich gestern, Döner hatte ich Freitag. Gibt's noch mehr Auswahl? Sitzen die jetzt gerade bei euch im Garten, oder wie? Richtig. Ah, okay. Konkrete. So, ich glaube, ich sorge nochmal dafür, dass wir noch ein bisschen Geld dran kriegen. Wo verkaufe ich konkrete? Frage. Im Dingen steht nichts drin. Ach, ich versuch's bei der. Steht China zur Debatte? Also wird der Chinese zur Debatte stehen? Versuch's mal bei Stone Powder Harbor. Oh ne, das kann ja auch nicht hinkommen, oder? Element. Hey, links. Dann gucke ich, wenn ich mit der Aufnahme fertig bin. Ja, dann halt Dönermann, da würde ich mal in die Karte gucken, wenn ich mit Aufnahme fertig bin. Ja? So. Ah, hier. Sorry. Entschuldigt bitte. Mein Problem. Das ist auch blöd, dass man keine Anzeige an dem Tank hat, wie viel hier schon. Ja, ja, ich guck mal, ob ich zur nächsten Aufnahme-Session dann mal gucke, ob ich da eventuell ein paar Sachen einbauen kann. Ja, das wäre echt cool. Vielleicht kriege ich da so eine Anzeige reingebastelt. Ja. So, gut. Für was brauchtest du Wasser für sie? Oben für die neben der Asphaltfabrik da. Das Toverment. Ja, und wir brauchen doch noch für Dings Gold. Stimmt, warte mal, wie viel haben wir da drin? Ja, ich glaube, beim Gold braucht man, glaube ich, auch Wasser. Das ist null drin. Okay, dann. Habt ihr jetzt erstmal gerade eine Verwendung fürs. Geld? Nee, also ich fahre jetzt gerade noch Stahlträger verkaufen, also es kommt gleich noch ein bisschen Geld. Könnte ich noch so ein HKL zum Anhängen nehmen? Durchaus im Bereich des Möglichen, ja. Kauf ich mal noch einen, aber haben wir da nur den Dreiachser? Haben wir nicht noch bei T-Runner-mäßig irgendwas anderes? Aber gab's da noch eine extra Rubrik? Oh. Ah.
doch bei Universaltechnik. Ja, welcher war jetzt besser? Der IT-Runner bei Universaltechnik oder der, der direkt bei Anhänger drin ist? Na, ich denke mal, dass der von Universaltechnik ja bestimmt nochmal überarbeitet ist, denke ich einmal. Bei Anhänger ist original, ja, stimmt. Universaltechnik. Weil ich bin der Meinung, dass es, glaube ich, damals bei der ersten Version vom Krypto Universal nämlich auch Probleme gab, von wegen IT-Runner. Dass ich deswegen eigene gebaut habe, wegen den Collies. Okay. So, Geld kommt rein. Oh, na dann hol ich mal Wasser. Boys and girls, wir sind fertig. Just wanna have fun. Na na. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Lasst da das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Diese sollte am Samstag kommen. Deswegen schon mal am Donnerstag ein schönes Wochenende. Morgen Livestream nicht verpassen. Bis dahin. Tschüss. Wann kommt die? Donnerstag oder Samstag? Ihr kommt am Samstag. Die Folge kommt Samstag? Ja. Gut. Heute Abend Livestream bei Freezy. Tschüss. Gestern Livestream bei Manus. Nee, die Folge kommt Donnerstag. Wow. Die Folge kommt am Donnerstag jetzt. Entschuldigung. Ach so. Die nächste kommt. Ja. Also am Freitagabend Manus Livestream, Samstagabend Freezy Livestream. So. Samstag. Tschüss. Tschüss. Ciao.